Linguistik in 120 Sekunden. Deixis und Phrasiologie 2 von 3. Was ist an Phrasiologie eigentlich deiktisch? Nach den Grundlagen der Deixis schauen wir nun auf die Phrasiologie. Sie ist die Lehre von den festen Wortverbindungen, sogenannten Phrasemen. Diese tragen in der Regel eigene Bedeutungen, die von der Bedeutung ihrer Einzelteile mehr oder weniger abweichen und nicht ohne weiteres durch die Substituierung der Einzelwortbedeutungen verstanden werden können. Phraseme können eine unterschiedliche Beziehung zu der Bedeutung ihrer Einzelteile haben. Diese Beziehung der wörtlichen und idiomatischen Bedeutung nennt man Idiomatizität, die in verschiedenen Graden und Arten auftritt. Das Beispiel »Etwas verbreitet sich wie ein Lauffeuer«, was so viel bedeutet wie »Etwas verbreitet sich schnell«, ist ein teilidiomatisches Phrasem mit durchsichtiger Metaphorisierung, da das Lexem »verbreiten« seine ursprüngliche Bedeutung behält und im Bild des Lauffeuers die semantische Transformation nachvollziehbar bleibt. Das Phrasem »Etwas übers Knie brechen« hingegen, was so viel bedeutet wie »Etwas überstürzt angehen«, gilt als vollidiomatisches Phrasem mit undurchsichtiger Metaphorisierung, da in der idiomatischen Bedeutung keine der Einzelbedeutungen der Lexeme mehr enthalten ist und der bildliche Ursprung sich nicht mehr erschließt. Dass Phraseme in verschiedener Hinsicht einen deiktischen Bezug haben können, wird an diesen zwei Beispielen gut deutlich, denn indem zunächst beide dieser Phraseme die Dauer oder Geschwindigkeit eines Prozesses spezifizieren, können sie im Kontext temporaler Deixis markierende Funktionen einnehmen. Darüber hinaus fällt auf, dass beide Beispiele das Etwas als Substitutionseinheit beinhalten, welche je nach Verwendung kontextspezifisch besetzt werden muss. Durch die Möglichkeit, die einzelnen Lexeme des Phrasems nach den Regeln der Grammatik im Satz unterschiedlich zu positionieren und verschieden zu flektieren, werden in der Regel beim Gebrauch von Phrasemen zusätzliche deiktische Bezüge hergestellt und können in direkte Verbindung mit einer Origo gesetzt werden. Das Projekt gestern habe ich ziemlich übers Knie gebrochen. Wie sieht es aber bei satzwertigen Einheiten wie Sprichwörtern mit deiktischen Bezügen aus? Hierzu das nächste Video.